Mein Name ist Sophie Koch, ich bin Kanutin, 24 Jahre alt und fahre für die Rheinbrüder Karlsruhe und bin daher auch Mitglied des OSPs Rhein-Neckar. Nebenbei bin ich noch in der Spitzensportförderung der Bundespolizei, was halt mein Arbeitgeber ist und mich ebenfalls beim Sport unterstützt. Und dann studiere ich noch Psychologie in Berlin. Und mein größter sportlicher Erfolg bisher war der 4. Platz bei Olympia. Meine erste Medaille bei großen nationalen Wettbewerben war die Deutsche Meisterschaft. 2013 war das, glaube ich. Da haben wir es geschafft, im Zweier die Silbermedaille zu gewinnen. Und das war wirklich ein unglaublich schönes Gefühl. Also man war sehr stolz darauf, so weit geschafft zu haben. Und dann war der Ehrgeiz auch richtig geweckt. Und dann hat mein Trainer vorgeschlagen, dass ich vielleicht zu einem Olympiastützpunkt wechseln sollte, anstatt in einem Kleinverein zu trainieren, um bessere Trainingspartner zu haben. Und dann bin ich auf die Sportschule gekommen in Potsdam. Ich denke, dass Regeneration sehr, sehr wichtig ist und teilweise auch unterschätzt wird. Deswegen sollte man da immer wieder hinterher sein, nicht nur zu trainieren, sondern auch sich die Zeit zu nehmen, um zu entspannen, um bestmögliche Leistungen bringen zu können. Ja, ich denke, dass es einfach das Wichtigste ist, nach seinen Werten zu leben. Und ein Wert, der mir besonders wichtig ist, ist auch seine Leidenschaft auszuleben. Und Sport ist einfach eine Leidenschaft von mir und das macht mich glücklich, dass ich Sport machen kann und da dann auch erfolgreich bin. Dass ich das, was ich mache, auch gut mache.